Hallo YouTube, wir reagieren heute mal auf was anderes. Ja? Nicht immer Track Trendy, ja? Es gibt auch andere Sachen, die ich mir angucke, hier im Stream mit den Leuten. Und ich habe was ganz Besonderes rausgesucht. Beziehungsweise habe ich selber neulich, nachts glaube ich, ist mir das in mein YouTube-Feed, warum auch immer, ja? Es war Bestimmung, ist mir das reingedroppt. Und zwar Oktober 1986, Momentaufnahmen aus der Westberliner U-Bahn und den U-Bahnhöfen. Und ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt genau oder uns da genau erwartet. Und es geht eine Stunde, ich werde das jetzt nicht ganz angucken. Aber ich will mal ein bisschen reingucken, ein bisschen durchscrollen, weil ich bin ja so ein Nostalgie-Fan, vielleicht ihr auch. Das ist ja auch sogar vor meiner Zeit, ja. Also ich bin ja so 1984er Jahrgang. Ich sehe schon, das ist wahrscheinlich so eher noch, ne, was sind das so, die Ende 80er, 90er, wenn ich hier so die Mode schon mal so durchdenkst. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wir gucken mal rein. U2. Schlesien nennen die Berliner U-Bahner die Endstation der Linie 1 in Kreuzberg, den Bahnhof Schlesisches Tor. Schlesien habe ich noch nie gehört zum Beispiel, dass man das so nennt, aber das war wahrscheinlich früher so. Die U-Bahn kennt man, aber ich frage mich gerade, warum da Ruhleben dran steht, weil eigentlich ist die U2 Pankow nach Ruhleben und Schlesisches Tor ist eigentlich die U1. Warschauer Straße bis irgendwas anderes. Wenn nachts zwischen 1 und 4 in Berlin kein U-Bahn-Zug mehr fährt, dann haben hier die drei wachhabenden Damals war Mauer, das weiß ich. Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe BVG viel Zeit zum Erzählen. Wenn ich hier mit BVG mich unterhalte, die hier 30 oder 35 Jahre oder 25 Jahre da sind, ja, dann sag ich mal. Sorry, aber ich liebe den. Ey, originaler geht's nicht. Allein wie der seine Faust auf dem Bein abstützt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Original, der Typ. Das habe ich nach drei Wörtern, hörst du, dass das ein Original ist. Ja, diese Brille, die ist halt so geil. Da hättest du mal ein Schnäpschen vor, Schlichtbegin, wa? Die wird sofort zu arbeiten, man. Ist die hergegangen. Körperlich arbeite ich hier nicht. Aber, seht ihr schon, wa? Das geht hier von der Runde. Das ist immer dumm. Naja, müsstest du sie mal sehen, wenn die hier stehen. Da steht so ein kleiner Pisser draußen. Ja? So ein halber Tenbe. Könnte ihr Kind sein. Ja? Und er sagt, du Arsch, was willst du von mir? Du Forms. Oder Beleidigung, oder? Jetzt möchte ich die mal sehen, was die machen. Da stehen sie hier, die Hand in der Hand. Die Hand in der Hundtasche. Ja? Was sollen sie da machen? Ja. Oh, liebe ich direkt den, den liebe ich halt direkt. Ist mir scheißegal, den liebe ich direkt. Dieser Polunder, Mann, dieses Hemd. Hammergeil. Ist wirklich so, wa? Exakt, oh, die Mann. Telefone, guck mal, Alter. Da hat man Leute früher echt gehasst, die halt quasi Nullen in ihrer Nummer hatten. Ne? Nullen und Neun. Das kennt ihr alle gar nicht mehr, wa? Der nimmt mal das Einzelne raus. Sie kommen hierher, Film. Andere haben wir auch hier gehabt und Fernsehen auch. Man sieht dann immer nur den kurzen Moment. Aber mal so eine richtige Schicht durchmachen. Und erleben, was da so ein Mensch hier, was der den Kopf geknallt. Das machen sie jetzt, glaube ich. Die machen so eine Schicht. Ich glaube, es ist der ganze Film. Die machen hier eine, glaube ich, ja. Frühstunden. Ja. Was ihr verteilen, und wie ich benehmen tue. Das geht eigentlich rund um, ja. Dann würden sie verstehen. Endstation Schlesien. Bildqualität ist halt echt ein bisschen scheiße, ne? Aber warum eigentlich von Radio Bremen und nicht vom RBB? Ein Film von Peter Adler und Hans-Jörg Reinl. Okay, die Quali ist zu scheiße. Ich spule mal jetzt ein bisschen. Dann machen sie das schon, ne? Na, ich auch. Was? Ach, das ist quasi die Feierbahn auch für manche und für andere halt quasi die Ich gehe zur Arbeitbahn. Guck mal hier, halb sechs, ha? Jeden Morgen um 10 vor 5 fahren wir. Seit wie viel? Nein, der Kollege war ein bisschen feiern, wa? Ja, dann machen sie das. Geile Einstellung auch. Na, ich auch 10 Jahre schon. Aber warte, RBB gibt's erst seit 2003. Ah, okay. Boah, ich habe heute den Schlau-Chat da, nice. Ich fahre erst 2 Jahre. Also ist jetzt schon länger. Ich muss da überlegen, ich war 2 Jahre alt, Kennt ihr das auch, wenn ihr manchmal so alte Sachen seht? Habt ihr das auch, dass ihr manchmal kurz so überlegt und euch denkt, wie alt war ich da? Also auch so welthistorische Sachen oder so, ne? Dann denke ich immer mal so, guck mal, während die hier auf Amerika irgendwas machen gerade, weiß nicht, irgendwas mit Clinton oder so ein Scheiß, denke ich immer so, da war ich in Dublin schon 6 Jahre alt und war schon da auf der Welt. Ich habe die gleiche Luft geatmet, so, ich war auch da. Ich weiß auch nicht, ich finde sowas immer ganz, ganz interessant.
interessant, so U-Bahn fahren, oder döst man da eigentlich nur so mehr vor sich hin? Ja? Nee, man hat ja immer Unterhaltung. Ja. Der eine weiß immer mehr, wie der andere zu erzählen. Ne? Ja. Aber sie zum Beispiel so eine ganze Reihe hier zusammen, ist sehr schön. Auch mit diesen türkischen Kollegen hier, die stricken ja nun fleißig. Naja, und zeigen die uns das, und alle sehr, sehr nett. Oh, das ist aber herzallerliebst. Auch mit den türkischen Kollegen, die hier immer fleißig am Stricken sind, die zeigen sie uns, und es ist alles immer sonst sehr, sehr nett hier. Geil. In der U-Bahn. Ach, sie haben sich in der U-Bahn kennengelernt? Ja, immer. Ey, da weißt du aber, dass die geil kocht. Das weißt du aber, oder? Das weißt du, dass die dir ein geiles Gulasch macht. Oder ein Eintopf oder so. Die macht dir gute Hausmannskost. Das kannst du, das siehst du einfach. Ein paar Jahre. Schon ein paar Jahre. Na, guten Morgen. Und dann erzählt man sich, und so fahren wir denn zusammen. Kassler, ja. Was erzählt man sich denn hier so morgens früh? Ach, naja, wir sind alles, was man so erlebt und so. Ja, und dann was vom Kochen und Sonderangebote und Weihnachtsgeschenke. Was denken Sie, wenn Sie jetzt hier... Okay, sie wäre auf jeden Fall Twitch-Streamer heutzutage, würde ich sagen. Wäre jetzt so eine Vermutung. 5 Uhr zur Arbeit fahren, und sie sind so die anderen, die kommen so aus den Diskos zurück. Die Überreste. Aber wie die sich auch filmen lassen und da gar kein Terz machen, oder was? Naja, wir müssen arbeiten gehen, und die gehen jetzt schlafen, wa? Ja. Leben sie das oft? Ja, viel, ja, sogar. Ja. Manchmal wird man auch sehr angepöbelt, ne? Also wir reagieren nicht drauf. Die ist cool. So, Mensch, seid ihr blöde, weil ihr geht Acker, ja. Ihr müsst doch wohl eine Macke haben und sowas alles, ne? Ey, der Akzent ist so geil einfach. Ihr müsst da wohl eine Macke haben, oder was? Ihr seid blöde und wir gehen Ackern, oder was? Ja, aber... Haben Sie da schon mal so was Lustiges erlebt? Na auch ja, ich auch. Ach, na ja, da kam der... Die haben schon mal eine Pulle mitgemacht, dann haben wir die mit angesetzt. Ja, und dann haben sie rein, war alles besetzt, und da kam so ein junger Mann aus. Runter, nicht? Und da sagte er, Oma, ich habe keinen Platz. Ich setze mich bei dir auf den Schoß, und ich sage, aus Quatsch, mach doch, Junge. Und er hat sich prompt hingesetzt, noch wollte er eine Station sitzen. Hätte ihn natürlich. Ey, wo gibt's noch solche Leute, Mann? Das sind Originale. Ich hab gleich gewusst, dass mir das Video gefällt, Mann. Ich stehe voll auf so eine Scheiße. Das sind echte Originale, Mann. Ich Theater immer sagen, was fällt Ihnen ein und so, denn warum lass du? Wir waren auch mal jung, war eine andere Zeit. Man muss eben mitgehen mit der Zeit. Also den Tschüss, meine Herren. Ja, tschüss. Ich zeig mal wieder eine deutsche Oma. Alter, der Pulli ist einfach absolute Weltklasse. Was steht da? Ente? Irgendwas Tente? Boah, Vortanz. Ja, Weber. Die warten nämlich schon auf mich. Ne? Stente? Ja. Muss er denn auch stehen? Der pennt da immer noch. Der pennt da einfach immer noch, während die diese komplette Doku drehen. Keine Ahnung. Alles komplett. Oh ja. Tschüss, denn, ne? Oh, der wird schon gut. Du passt schon. Ja, der hat 1-2 zu viel getrunken. Ah, hier wird rumgemacht. Wahnsinn. Wahnsinn, wie es einfach keinen interessiert. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich finde das Wahnsinn, Mann. Das ist ja wirklich so... Ich hätte mir das anders vorgestellt. Ich dachte eher, dass man so früher irgendwie dann ein bisschen noch mehr so, sagen wir mal, prüde oder so war. Oder irgendwie dann mehr so gemotzt hätte oder so. Die sind ja völlig... Wir sitzen alle da und gucken nur böse und keiner sagt was. Und wir hier mal unsere Späße... Ja, ist es der von The Cure oder was? ...machen oder irgendwie, weiß ich, irgendwelche Sprüche machen, die überhaupt nicht gegen die Leute gerichtet sind. Was ist Tingeltangelbob, Alter? Und die sagen dann nichts, aber sie gucken alle furchtbar böse. So als wäre das irgendwie was völlig Verbotenes, morgens statt zur Arbeit nach Hause zu fahren und bunte Haare zu haben. Was ist mit ihm los? Okay, bisschen creepy irgendwie, aber okay. Rainer Neid. Der ist auf Drogen, Mann! Die wollen auch nur lieber nach Hause fahren statt zur Arbeit. Der ist doch voll drauf, Mann! Der findet alles mega lustig. Okay. Zwischen den Bahnhöfen Kurfürstenstraße und Gleisdreieck verlassen die Züge der Linie 1 den Untergrund. Durch die Rückseite eines ganz normalen Mietshauses wird die Reise nach Kreuzberg jetzt als Hochbahn fortgesetzt. Die erste Hochbahnstation heißt Gleisdreieck. Nur der Name erinnert noch daran, dass sich hier vor der Teilung der Stadt ein belebter Verkehrsknotenpunkt befand. Heute ja, leider sieht man halt da kaum was, ich spur mal ein bisschen. Liegt JWD in Ruhleben, zwischen Villen, Kleingärten
und Industriegebieten. Hier geht's zur Richtung Nollendorfplatz, ne? Ja, hier, das ist, das dürfte... Dieses Band aus Stahl ist für Kreuzberg mehr als nur ein Transportmittel in die City. Die Linie 1 war und ist das Rückgrat des Stadtteils. Trotz ja, JTD, ganz weit draußen. Stimmt, habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Bist du Berliner, Alex, ha? So, warte mal, ich habe es eh gesagt, ich muss ein bisschen durchspüren. Es geht eine Stunde, ich gucke das jetzt nicht ganz an, aber hier, mal gucken, was mich so interessiert hier. Vielleicht ein Interview oder so. Oh, sie sieht cool aus. Was macht sie? Sie ist die Ansagerin. Einsteigen, bitte. Kennengelernt so, gut kennengelernt, dass sie hier angesprochen hat. Gut. Ja. Also viele, ich habe eigentlich viele Freunde jetzt auch so, Leute, mit denen ich dann manchmal weggehe und so. Also viele vom U-Bahnhof. Ist ja klar, hier ist ja jeden Tag auch bei dir und überall trifft man welche, die zur Schule fahren und die weggehen. Mhm. Und die hatten eine Mode da, ey, das ist ja unglaublich. Und wir lasen beide über seine Schultern mit. Dabei kam es dann, dass wir uns anguckten und lachen mussten, weil wir... Ah, warte mal, ich will die Freaks hier sehen ein bisschen. In U-Bahn. Ihr habt es gesehen unten? Da kommen schon, jetzt kommen die Geilen, glaube ich, die Punker. So, wie ist es bei euch? Ist es euch schon mal passiert, dass... Ey, die Frisuren waren so geil. Was ist das, so barockmäßig, oder was? Dass ihr jemanden kennengelernt habt in der U-Bahn? Ja, klar. Wie denn? Naja, wir saßen uns gegenüber, haben uns mal angelacht und naja, dann kam man in ein Gespräch. Ja, und dann haben wir uns mal getroffen und dann wurde was raus. Aber die hat die wirklich in den Augen, die Haare, oder? Ja, für 2 Wochen oder so, nicht lange, aber... Sind das denn Gruftis? Das gab's ja mal eine Zeit lang, oder? Gruftis? War gerade mein Typ gewesen, naja. Die ist cute. Erzähl mal, was war das für ein Typ? Wie ist es so abgelaufen? Ja, ist... Ich meine, der Typ hier, ne? Das ist ja aktuell einfach. Der hat eine coole Stimme, finde ich auch. Aber der, das ist doch gerade in, was er anhat, auch so hier dieser Pulli und so. Das ist doch genau der Scheiß, der gerade in ist. Ab, naja, dann saßen wir uns gegenüber. Da haben wir uns erstmal zuerst angelacht, ein bisschen peinlich gewesen. Naja, und er meint danach, du bist bestimmt Cure-Fan. Ja, meine ich, ja, klar. Und meine ich, ah ja, The Cure war das große Ding, ja, ha? Naja, und du bist bestimmt, wie ich kein Open, wie ich was ich gesagt habe. Naja, und dann kam man mal ein Gespräch. Wie heißt du? Ja, ja, wie alt bist du? Wo wohnst du? Aufgeschrieben die Telefon. Deutsche Wolverine, sagt jemand gerade. ich glaube, es ist schon okay, wenn wir jetzt ein bisschen uns drüber lustig machen. Ich glaube, da ist jetzt Gras drüber gewachsen, oder? Die sind jetzt alle erwachsen und so. Aber ich meine, komm mal, das sieht schon echt einfach lustig aus. Naja, und dann. Getroffen. Ja. Ich sag nur so, ich würde mich genauso über mich jetzt lustig machen, wenn es irgendwo 90er Jahre Footage von mir gäbe, wie ich damals aussah. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich sah so bescheuert aus. Nur das Gesicht des Alltags. Schnauzer war so ein Ding, hä? Huh? Guck mal, ich geh mal noch ein bisschen hier durch. Kommt da was anderes hier? Oh, hier, der U-Bahn-Fahrer, der will ich. Der ist bestimmt geil. Ey, diese U-Bahn, auch dieses Modell, ist übrigens, ich glaube, bis erst vor kurzem noch komplett so gefahren, ne? Das wisst ihr. Also bis vor kurzem, ich weiß jetzt nicht genau, aber vor ein paar Jahren auf jeden Fall bin ich locker mit der noch gefahren. Also mit diesem Modell auch. Das ist jetzt auch das, was es was nach Nordkorea quasi verkauft wurde, was auch immer. Kennt ihr diesen Fun Fact? Dass in Nordkorea aktuell alte Berliner U-Bahnen fahren? Westbahn? Aber die gab es richtig lange, diese ganz alten, super wackeligen U1-Bahnen da. Bin ich auch schon einige Male schwarz gefahren, not gonna lie. Überhaupt ist es eigentlich ein interessanter Job, den Sie hier machen? Nee, möchte ich nicht sagen. Das ist so eine Arbeit, so eine monotone Arbeit, wie jede Arbeit ist. Ich sehe das so, diese Arbeiten sind als solches, die füllen mich nie aus, aus dem einfach. So ein bisschen Marco Giesel in 20 Jahren, oder? Na, er hat ja früher mal so einen Age of Empires Clan und da haben wir auch so mal eine Sendung gehabt, die hieß irgendwie Rage of Empires, die war ja, die fand's okay, YouTube hier mal. Aber dann habe ich irgendwie meine Leidenschaft einfach mal, ist dann durchgekommen und das ist U-Bahn fahren und das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Grund, ich schätze die anderen Arbeiten interessanterweise eben mein Handwerksberuf. Der hat halt wirklich was von Marco ein bisschen.
Ah, das kriege ich jetzt nicht aus dem Kopf, dass das Marco Giesel ist. Ich bin Fleischer vom Beruf. Ich habe das jeden Tag mit an, man kann sagen, alle Stunden andere Arbeiten ausgeführt. Und hier ist immer derselbe. Ist bei vielen Arbeiten, heute mit den ganzen Fließbandarbeiten, ist doch irgendwie ja, monoton sowieso schon erstmal. Wieso kommst du als Fleischer hier? Naja, weil es anstrengend ist, Fleischer. Sind viele Handwerker hier. Selbst Meister, die irgendwann mal, oder Taxiunternehmen oder sowas, wo die gemerkt haben, dass sie eben 12 Stunden arbeiten müssen und hier verdienen sie 8 Stunden das Geld. Was vielleicht ein bisschen freier, der eigene Herr. Man kann als Taxifahrer fahren, wenn man will, aber man muss fahren. Das bleibt ja nicht aus. Aber er hat eine geile Logik, finde ich. Er ist direkt, er bringt es auf den Punkt. Und alle Berufssparten hier. Vorwiegend natürlich auch. Man hat da damals schon die Probleme erkannt, die ja später jetzt ein bisschen größer geworden sind, wa? Fachkräftemangel, Freunde. Handwerker, Gesellen. Aber wie düster, das ist hier Kotti, oder? Ey, wie düster aber das aussieht, ey. Das ist irgendwie, Berlin sah schon, also die Kameras tun natürlich ihr Übriges, aber das war, glaube ich, auch im Winter und so. Siehst du mal, wie düster und grau und so das war. Also Berlin war schon ein bisschen deprimierend, ey. So. Ist es auch heute noch, by the way. Aber, das könnte man ja ändern, wenn man woanders hingehen würde. Dann wäre das Smog. Ja ganz einfach. Oder hätte die Chance gehabt von zu Hause aus, dann hätte man den studiert vielleicht. Aber jetzt kommt gleich eine Kioskfrau. Die ist bestimmt cool. Ja, das ist Kotti gerade. U-Bahnhof Kottbusser Tor. Da, hier ist ein Club, Monarch. Da habe ich schon oft gefeiert. Also mittlerweile gibt es da einen Club. So, warte. Wir haben Sie gerade beim Lotto hier gestört. Hm? Ja, also jetzt ist gerade Moment Ruhepause. Berufsverkehr ist rum. Und jetzt wollte ich ja wirklich gucken, ob ich am Freitag 1000 Mark in Urlaub nehmen kann. Aber da war nichts. 1000 Mark in Urlaub, das ist doch hier hessisch oder so, oder? 1000 Mark in Urlaub nehmen, aber da war nichts. Alter Urlaub? Aber natürlich. Der erste Urlaub dieses Jahr. Wo geht's denn hin? Mallorca. Oh, ich lieb's einfach. Ich lieb's. Mallorca. Natürlich. Ich muss noch ein bisschen wärmer haben, wenn die 20 Grad Kälte hier runterkommen, gell? Wie lange machen Sie das schon hier? 8,5 Jahre. Auf der Hochbahn immer? Auf der Hochbahn. Erst war ich im Untergrund, damit ich befördert war, auf die Hochbahn, ja? Beförderung. Ey, kommt mir das nur so vor, oder? Ich tapp ja manchmal in die Nostalgiefalle, Leute, ne? Aber kommt mir das nur so vor, oder? I don't know, aber ich finde, die Leute hatten mehr Charme damals. So selbst, weißt du, so, ich finde einfach sie jetzt schon direkt freundlich, interessant. Irgendwie ist da... Ich weiß nicht, ob wir durch, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt Downer sein, aber schon auch, glaube ich, so Internet und so Social Media und so, wir sind alle am Handy. Ich glaube, man hat gar keine Möglichkeit, also man sieht ja auch in ihren Augen, die freut sich, interviewt zu werden. So, dann ist das Fernsehen ist da, jetzt interessiert sich jemand für mich und da kann man so ein bisschen was erzählen. Vielleicht ein bisschen zufriedener, I don't know, es wirkt echt so. Deswegen gucke ich mir so ein bisschen gerne so nostalgische Sachen an. Und immer hier am Kottbusser Tor? Ja. Also, da gab es natürlich bestimmt auch, natürlich gab es da auch Arschlöcher, ne? So ist jetzt nicht, aber jetzt die Leute, die sie da ausgewählt haben bis jetzt, wirkten alle durch so nett, sympathisch, irgendwie direkt, freundlich. Ich möchte sagen, das ist wirklich in Kreuzberg hier ein ganz gemischtes Volk. Ich möchte so sagen. Oh, Ryder, guck mal hier, Ryder, Leute, nicht Twix. Da ist der Chat gerade drüber, seht ihr das? Hier seht ihr im Hintergrund ein bisschen, da seht ihr Ryder anstatt Twix. Fleisch, 50% türkische Kundschaft. Der Rest ist fest in rheinischer Hand, viel Rheinländer, Frankfurter. Ich glaube auch, das war die Zeit, wo wirklich ganz, ganz viele Gastarbeiter, türkische Gastarbeiter gerade so nach Kreuzberg gekommen sind, oder? Waren die noch ein bisschen, ist das schon eine Generation vorher? Ich check das immer nie. Aber warum Rheinländer? Ja, und das, was dann minimal übrig bleibt, das sind dann die Berliner. Gibt's nicht so viele hier? Ach nee, muss man schon suchen, also. Und die Zeit haben wir nicht zum Suchen, wa? Kommen Sie auch manchmal so ins Gespräch mit Leuten, die hier bei Ihnen einkaufen? Natürlich, das ist ja schon normal, das sehen Sie schon an Ihnen, das ist ein Stehsgeher. Was Sie am Supermarkt haben Sie das nicht, weil die durch die Kasse durchgehen. Ja, und bei uns kann ja doch mancher Kunde oder Rentner doch mal stehen. Da werden schon so manche Probleme abgeladen, wa? Ist klar, sind viele Leute, die haben dann niemand mehr. Da freuen die sich schon, wenn sie mal so eine halbe Stunde, besonders im Sommer, mal stehen können. Es ist ja heute alles maschinell in den Kaufhäusern und Supermärkten. Und das ist eben doch da ein anderes Leben, wa? Ich finde Ihren Akzent so nice. Was erzählen die Leute denn dann so? Oh, das sag ich. Das sag ich Ihnen lieber nicht. Also das kann ich manchmal selbst nicht begreifen, gell? Aber wie gesagt, das Allgemeine.
von ist fast, also man könnte fast meinen, das ist so ein Ditsche-Charakter einfach. Eheprobleme oder halt es ist Arbeitsprobleme, es ist alles vertreten, wa? Man hat viel Kunde, was sehr... Guck mal, ich spule jetzt ein bisschen vor. Gucken, das ist wieder der hier, Marco Giesel. Guck mal, wo fahren sie da lang? Beim Behala Westhafen, hä? Nee, hier ist das Tor, genau. Da vorne kommt eigentlich der... Ach, der fuhr ja nur bis da, wegen der Mauer. Ja, ist ja klar, Oberbaumbrücke ist ja Mauer gewesen. Warschauer Straße ist auf der Ostseite von Berlin. Ey, ich wohne hier 17 Jahre, gell? Jetzt sage ich schon gär wegen ihr. Guck mal, habt ihr das gehört? Ich sag gär, weil ich ihr zugehört habe. So funktioniert mein Gehirn. Aber ist so krass, ich wohne hier wirklich seit 17 Jahren in dieser Stadt, ne? Oder noch länger. Warte, minus 3 Jahre Hamburg. Aber ich bin 2004 nach Berlin gezogen. Was haben wir jetzt? Ja, 19 Jahre. Und ich habe immer noch, checke ich nicht so ganz, also oder manchmal merke ich erst, ah ja, das ist der Westen, und weil es ist, ah, ich weiß auch nicht, also es ist schon, eigentlich müsste ich mich damit mal mehr auseinandersetzen, aber mache ich nicht. Aber das hier wir ist befinden doch, uns hier an der Grenze. Ja genau, guck mal, hier, die Kamera ist so schlecht. Jetzt zeigen sie die Grenze, okay, ich bin mal ruhig, jetzt sagt das ja. Hier ist doch, das ist die Oberbaumbrücke, glaube ich. Ja klar, das ist die Oberbaumbrücke, hier ist Universal mittlerweile. Guck mal, das Gebäude, Leute, hier, das ist jetzt das Hauptquartier von Universal, das ist das, wo riesengroß Universal dann ist. Das hier, da, hier ein bisschen weiter, war später dann MTV, wo ich gearbeitet habe und so. Bis zum 13. August 1961 sind wir hier, der Linie 1, bis nach dem Bahnhof Warschauer Brücke, der sich etwa 500 Meter hier weiter befindet. Das ist so ein Wahnsinn gewesen, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch ein Wahnsinn gewesen, was da abging, Mann, Leute. Das ist so verrückt. Gefahren. Ich selbst habe bis zum 12. August 1961 Dienst auf dem Bahnhof Warschauer Brücke als Zugprüfer geleistet. Ist auch ein geiler Typ irgendwie, ne? Der könnte auch bei den Sopranos mitspielen ein bisschen. Jetzt. Johnny Berlino. Bedingt durch den Mauerbau. Das ist der Endbahnhof. Ich bin's, Johnny Berlino. Ich war früher im Osten, jetzt bin ich im Westen. Aber China weiß, was ich bin. Hier vor uns liegt Schlesisches Tor. Wie war das damals in diesen Augusttagen 1961? Wie haben Sie das selber erlebt? Ja, jeden Tag sind so und so viele Flüchtlinge, wie man sagte, mit der U-Bahn rübergefahren, speziell in den frühen Morgenstunden. Beziehungsweise mit Zack und ja, der meinte aber von Osten nach Westen, oder? Pack zum Teil. Also das war offensichtlich, dass die praktisch nicht wieder zurückkommen. Wie sah das krass hier damals aus, hier an der Oberbaumbrücke? Ja, hier oben hatten sie gleich Stacheldraht gemacht und sie hatten auch schon Gleise, also einzelne Schienen entfernt, so dass also praktisch ein Rüberfahren nicht möglich war. Hey, total verrückt, Mann. So, das. Hier ein bisschen was von einem Kontrolleur. Ich guck mal hier. Oh, Kantine könnte auch geil sein. Hier, der Kollege mit dem Hut. Oh, erstmal Käffchen Kippe, wa? Ey, diese Dosen, Mann! Gibt's die eigentlich noch? Diese Keksdosen, wo immer, aber, da waren nie Kekse drin, sondern da war immer fucking Nähzeugs drin. Das weiß ich noch bei meiner Oma. Die hatte sowas und ich habe immer als Kind gedacht, oh, geil, Kekse. Und jedes Mal, wenn du es aufmachst, war alles voller Nähutensilien. Ich weiß, vielleicht so ein bisschen so ein Hacky Take, das kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Aber es war doch echt immer so. Da waren immer Nähsachen drin. Alter, das ist so komisch, oder? So eine Blechdosen. Aber lustig, wie er das alle kennt. Ich bin gerade ein bisschen erleichtert. Hey, jetzt ja nicht. Wir sind ja jetzt ungefähr 19 Jahre hier. Innerhalb dieser Zeit hat sich das alles... Oh, diese Stimme wurde geformt von Zigaretten und ab und zu mal ein Schnäpschen, sag ich dir. Ein bisschen umgedreht. Also wir konnten früher mit einem Mann oder zwei Mann in Waren gehen. Da war das alles nicht so schlimm. Die Leute nahmen das nicht so traurig. Aber nachdem nun alles ein bisschen schlechter wurde, die wirtschaftliche Lage, und dann ergab es sich natürlich, dass hier immer mehr ohne
Training geht nicht mehr. Aber guck mal, interessant, man merkt so ein bisschen, ne, dass die ja zu dem Zeitpunkt auch schon quasi sich beschweren oder so berichten, früher war es einfacher, jetzt wird es gerade schlimmer. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist, wir müssen uns, glaube ich, auch als Menschen immer wieder daran erinnern, das ist auch so einfach der natürliche Lauf. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es wird eher schlechter, habe ich das Gefühl. Vor 10 Jahren war alles einfacher. Deswegen denke ich ja manchmal, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, Leute, und es ist kein Joke. Ich denke manchmal, dass ich mich forcieren muss, im Hier und Jetzt mehr die Zeit zu genießen, weil es ja nur sein kann, dass ich in 20 Jahren hier auf diese aktuelle Zeit zurückgucke und mir denke, oh, da war es auf jeden Fall alles viel geiler. Versteht ihr, was ich meine? Weil es hat sich noch nie anders bei mir entwickelt. Alle 10 Jahre, wenn ich zurückgucke, denke ich immer, vor 10 Jahren war irgendwie alles nicer, ich habe mich wohler gefühlt, ich war irgendwie happier, keine Ahnung, nicht immer happier, aber irgendwie war die Welt irgendwie chilliger und so. Und das denkt man sich immer, also da muss man auch manchmal so ein bisschen, aber das ist so schwer, das schafft man, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. I don't know, es ist schwer. Ich will jetzt nicht so philosophisch werden. Mit ein paar Leuten in Waren gehen. Also da jagt sich denn. Und dann noch. War Nollendorf Platz Wurstbude, oder was? Ja. Nolli! Positive Memory Bias, kann sein. Die Leute, international, vom Chinesen über den Inder, Amerikaner. 12 Sprachen müssten wir können. Das wäre das Beste. Und ein bisschen Englisch kommt man auch schon zurecht. Ne? D-Mark übrigens, by the way. Ne? D-Mark. Das ist unser guter Geist hier. Schon 14 Jahre hier? 15 Jahre auch schon. Hör mal, 15! Ja. Wir haben ruhig ran. Oh, diese Flaschen, Alter. Guck mal, die kenne ich zwar nicht mehr. Ich war ja, wie gesagt, 2 Jahre alt. 86. Oh, stimmt. Tschernobyl ist ja da um die Ecke gerade, ne? Da ist ja Tschernobyl um die Ecke. Das ist ja 86. Das muss ja wahrscheinlich entweder, ist schon passiert oder passiert noch. Wir beißen nicht. Ich denke mal nicht, wenn sie alle so wirken. Leben auf dem Bahnhof über 15 Jahre. Hier ist nee, war 86. Tschernobyl war 86. Ach, da könnte man Bücher schreiben. Na, ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Ich habe ja mal erlebt, wie sich 2 Transvestiten geschlagen haben. Die also jetzt gar keinen richtigen Husel hatten, sondern nur das drin gehabt. Die rissen sich also alles an, ab und standen da hier nur mit Höschen da. Und alles guckt natürlich zu. Weil wir ja doch denn Männer sind, nicht? Wir sahen also vorher, konnte man das also echt nicht sehen. Haben sich die Handtasche um die Ohren geschlagen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Erlebnis, wo man immer wieder dran denken muss. Ne? Okay, ich dachte kurz, jetzt wird es eventuell heutzutage schwierig, wenn ich das laufen lasse. Aber hey, Chat, ich finde, er hat sich eigentlich relativ... Ne? Ich hätte jetzt wirklich jetzt gedacht, jetzt kommt's, jetzt kommt was politisch komplett Unkorrektes. Aber eigentlich hat er einfach gesagt, naja, die haben die Höschen, standen nur noch mit Höschen, haben sich die Taschen um die Ohren geschlagen. Oder auch hier mit der Rauschgift-Szene ab und zu, dass noch einer umgekippt ist. Das ist also nicht so schön. Naja, ich habe das ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Da will ich jetzt auch nicht drüber Witze machen. Aber ich habe ja auch das Buch gelesen. Das ist einer der wenigen Bücher. Ich bin ja eher so ein Buchmuffel, ne? Habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo hier schon irgendwo mal erzählt. Aber jetzt passt es so gut. Ich habe ja als mein erstes Buch, was ich hier gelesen habe, war Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wirklich. Das hat mir meine Mutter geschenkt. Das habe ich gelesen. Da war ich recht jung. So. 12, 11? Das hat mich immer so ein bisschen, da hatte ich immer Angst vor Berlin, deswegen ganz lang. Wie gesagt, da bin ich also froh, dass das Tier wieder verschwunden ist. Und sonst noch. Detlef und so, Christiane F., Detlef und so. Komm, wir machen noch eine Szene hier, das sieht schon mal gut aus, hier die Haare sind geil. Als es kalt wurde, war der Treffpunkt ganz klar hier der Kiosk hinter uns. Da wurde dann auch warme Milch. Ich kann dir nicht sagen, wie alt sie ist. Nicht ansatzweise. Die könnte 21 sein, aber auch für mich 37. Ich kann dir das nicht sagen, wie alt jüngere Leute sind mittlerweile so. Im warmer Kakao verkauft, was gerade für die Frauen, die anschaffen gehen, sehr wichtig ist, sich aufwärmen zu können. Und da war das schon für uns, wenn wir hierher gegangen sind, dass wir sicher sein konnten, auch Leute zu treffen. Und da hat die Polizei dann nach einer Weile durchgegriffen, weil das unangenehm war für die Normalbevölkerung, sag ich jetzt mal, die U-Bahn fahren wollen, da plötzlich 20 Leute geballt zu sehen, die junken, die nicht gut aussehen. Und dann hat die ja, das ist mittlerweile, also, das scheint mir mittlerweile keinen mehr zu kümmern.
Die Polizei halt durchgegriffen und hat gesagt, die dürfen sich hier nicht aufhalten, weil das ist U-Bahn-Gelände. Sie müssen hier verschwinden und hat sie halt systematisch nach draußen getrieben, ins Bushäuschen oder... Ja, das war natürlich damals der Ansatz der Behörden, ne? Das war dieses weg von der Straße, quasi aufräumen, das Problem unter den Teppich kehren. Aber ich glaube, Berlin ist einer der Städte sogar, wo... Also ich bin nicht politisch, ihr wisst, ich bin jetzt kein politischer Streamer und so, aber ich meine auch mal gelesen zu haben, dass Berlin eine der Städte war, die es tatsächlich irgendwann dann die Kurve gekriegt hat und das eigentlich ganz gut rangegangen ist, so im Sinne von Prävention und helfen und halt Fixerstuben aufmachen und halt eher sozusagen den Leuten Hilfe anbieten, anstatt sozusagen so zu verhaften und so. Ich glaube, irgendwie sowas. Das war irgendwann. Aber Frankfurt ist ja auch irgendwie, ach, das ist ja alles. Weiter weg. Man checkt es ja auch nicht. Woran liegt denn die Attraktivität der U-Bahnhöfe für Junkies eigentlich? Zur Kurfürstenstraße, hier zu. Ja, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man beweglich ist, dass man schnell weg kann, auf die U-Bahn aufspringen. Naja, stimmt. Mal kurz weiter. Das ist doch ein schönes Bild. Ey, Leute, die Wohnungen hier, ne, die sind ja so teuer mittlerweile. Hartmann. Wahrscheinlich sowas wie Poliercreme. Kaufe dir jetzt Hartmann. Poliercreme. Was auch immer Poliercreme ist, aber es klingt für mich sowas wie eine Marke, die Poliercreme macht. Ich weiß auch nicht warum. Qualitätspoliercreme. Großstadt so hässlich, ey. Ja, also die Kamera ist auch echt alt und es ist Winter und so. Berlin ist nicht so hässlich. Ja. Die Gegend ist eigentlich ganz schön da tatsächlich, die Hochtrasse da, die U-Bahn-Trasse. Okay, die Punker müssen wir uns noch geben hier. Echt ist oder ob das angeklebt? Ey, hast du eine Mark für mich? Hast du mal eine Mark für mich, war ja immer das Ding, stimmt. Ey, ohne Witz, Leute. Das glaubt mir heutzutage keiner mehr. Aber ich weiß noch, bei der Währungsumstellung, 99 war das, glaube ich, hieß es ja, jetzt kommt der Euro und ich glaube, wann war es? 2001 oder so war dann auch da, ne? Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber das war für uns, da war ich 16 oder so, das war für uns einer der Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten mit, weil man kannte immer den Spruch, hast du mal eine Mark? Egal wo, in welcher Stadt, ich glaube, das war ein deutsches Ding, hast du mal eine Mark? Hast du mal eine Mark? Das war so ein das war so eine Floskel einfach. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass es jetzt heißt, wir haben uns drüber so richtig gelacht, so, hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro? Hast du einen Euro? So, das ist halt so, weißt du, ich meine, heutzutage ist es ja ganz normal, aber das war einer der Dinge, die wir uns nicht, die so für uns so befremdlich waren, dass wir uns das nicht vorstellen können. So lustig. Und jetzt höre ich, hast du mal eine Mark? Und denken wir so, hä? Das ist ja wie so ein Witz. Hast du mal ein NFT? Was macht er denn? Also darfst du nicht mit uns reden, nein, verdienen, nee, so geht das nicht. Das ist doch Arbeit. Nein, das ist keine Arbeit. Die ist aber hübsch, finde ich. Doch, Schlauen ist irgendwo eine Arbeit. Ach, was, wenn so sehe ich das nicht. Wenn du es jeden Tag machst, ist es eine Arbeit. Ey, bis 8. Chiago, vor 20 Jahren mäßig. Bis ich 28 Jahre alt war, habe ich gearbeitet und habe für mich und meine Kids gesorgt und zwar mit arbeiten gehen. Die hat und Kids? Und habe mein Geld jeden Monat bekommen. Und dann irgendwann habe ich keine Knete mehr gekriegt war Knete. Und dann bin ich schnorren gegangen. Das war aber keine Arbeit. Das ist keine Arbeit, das ist unangenehm, aber keine Arbeit. Ja, es ist genau deswegen, weil es unangenehm ist, ist es irgendwo eine Arbeit. Es ist, weil die ganzen Fressen kommen, arbeiten ist anders. Du hast Trouble mit dem... Ich will jetzt eigentlich so einen Joke nicht machen, aber der passt so gut. Man könnte auch dieses ganze Gespräch so und dann mit so meme-mäßig so Streamer, die sich auf der Gamescom unterhalten. Und ersetze einfach hier Schnorren mit Streamen. Ich mache ja meine Reactions, ja. Ich meine, aber Reactions ist auch keine Arbeit. Ich meine, das ist ja keine richtige Arbeit. Das ist ja Content anderer, da kriegst du dann an. Naja, aber ich meine, es ist ja irgendwie unangenehm. Muss ja einer machen, wa? Ich meine, ja. Keine Arbeit. Muss von dem Bahnhof zum anderen rennen, ey, um dein Geld zu kriegen irgendwie, ey, und dir was zu fressen zu kaufen. Ich verstehe nicht, ob die sich streiten oder ob die sich lieben, mögen so gerade. Ja, also, was ich so die ersten 2-3 Mark oder so. Erstmal 2-3 Bierchen und dann geht's auch besser. So, weißt du, einfach, weißt du, ohne Sprit kann Motor nicht laufen. Ohne Bier kann das Schnorren nicht laufen. So ist es. Ja. Doch, echt. Also das heißt. Schwierig. Aber was wir auch noch gemacht haben früher, wo ich gerade
da denke ist, ich habe in Tübingen immer, als ich so, was denn hier, wie war ich da, ja, war ich da so 13, 14, da haben wir auch immer, also guck mal, das Ding ist ja, man hat, ist ein bisschen, dieses ganze Ding wird so ein bisschen, Donny erzählt schon früher Stream, aber egal, wir haben ja früher, war halt unsere Beschäftigung, Leute, mit 12, 11, weiß ich mal, so, ich war so 11, 12, 13, 14, war einfach, das war folgendes, Leute, in die Stadt gehen. Das war's. Man hat sich angerufen und gefragt, nehmen wir den Zug um Dingenskirchen, lass mal in die Stadt. Und dann waren wir einfach in der Stadt. Und wir waren alle mal pleite und wir haben einfach abgehangen. Wir haben nichts gemacht, außer einfach, wir sind rumgelaufen und haben geraucht und haben irgendwo abgehangen. Und ich komme deswegen gerade drauf, weil eine Sache haben wir immer gemacht. Ja, genau, im Kaufhof Plesi spielen. Mann, auf. Ey, bei uns war es aber Super Nintendo. Ich habe immer fucking Super Mario Brothers bei uns im Handelshof, hieß das, gespielt. Mit meinem Kumpel. Und wir haben dann immer die anderen Kinder haben so, ja, verpiss dich mal, wir machen hier den ganzen Tag. So, das haben wir gemacht. Und wir haben immer in den Bahnhöfen, haben wir immer so die Dinger, immer die Finger so reingesteckt in diese Safes, Tagessafes, um zu gucken, ob, und manchmal war, da war recht oft zwei Markstücke drin. Und wenn du dann 2 Mark, dreimal so eine, also 6 Mark, Alter, da konnte man sich richtig was leisten. Da haben wir so Currywurst gekauft, Burger, war Hammer. Aber Bier haben wir nicht getrunken, da noch nicht. Ja, mal kicken, ob was klimpert, ey. Mal kicken, ob was klimpert, ey. Nee, das ist mir zu unangenehm, sorry, das kann ich mir nicht angucken. So, also gab auch damals schon Cringe, das ist schon mal gut zu wissen. Hier die zwei, die Kollegen, die interessieren mich. Habt ihr die schon gesehen gerade im kleinen Bild, im Vorschaubild? Die sehen geil aus. Ja, die werden gut. Oh, weiß ich jetzt schon. Ach komm, jetzt wird's genüsslich, glaube ich. Jetzt wird's genüsslich. Ach, kann ich euch jetzt schon sagen. Da sind schon ein paar Pullen auf dem Tisch. Da stehen sie ja nur viel, wa? Wer steht da? Da gibt's so die, ja, aber das ist Penner, so die Punker. Und so, wa? Was ist meine Mark für Fahrer? Gibt's bei mir nicht, wa? Da kannst du arbeiten hier, kannst mitkommen bei mir, sagen. Kriegst einen 10er eine Stunde aus. Ja. Bin doch die Blöde. Ja, und so ist dann los. Ja. Ja, ich meine, das Schlimme ist doch am 9er Platz. Ja. Da, ist ja, so ein, da sind nur viele die Haschtypen, wa? Ich wohne ja da unten, also. Also Nollendorfplatz auf jeden Fall jetzt ganz anders. Wenn er da rauskommt, du hast mal eine Mark. Der hat einen Kakao, genau. Warum trinkt der Kakao? Ja, guck mal, ich bin drüber, der trinkt Kakao. Ist es der Dude? Das ist ein bisschen der Dude irgendwie so. Statt Milch hat er Kakao. Hat er auch so, ist er auch ein bisschen hier so, so der Cardigan und so. Ein bisschen der Dude. Mal 50 Pfennig. Ja. 50 Pfennig. Konter Kakao mit Schuss. Ja. Also, ich meine, wenn sie in der Molke sind, da kannst du auch Pech haben, wenn du jetzt nach Hause kommst, machen sie dir auf der Fresse. Also, so da hat er einfach schon sein viertes Bier. Ja, locker flocker einfach vom Tisch. Locker flocker, ey, weißt du? Oh ja, ich hab noch die Angst gehabt, mehr wie Keile kann ich nicht kriegen. Was ist das denn? Ich würde sagen, die Linie 1 ist doch die echte. Warte, war das jetzt Cola oder war das wie ein Schnaps? Arbeiterlinie hier. Viele Ausländer. Also kann ich morgens um 6 eigentlich nicht feststellen. Das ist so bunt gemischt, das kann ich nicht feststellen morgens um die Zeit. Da muss man wohl noch früher fahren. Da sieht man dann eben ja, die Türkinnen, die zur Arbeit getrieben werden. Türkinnen? Der Mann ist Zeitreisender! Das ist ein Zeitreisender! Da hat er sich verraten, jetzt wissen wir's. Mehr oder weniger. Und da sieht man dann halt doch, Mökernsnack. Die kommen von der Arbeit und haben. Na, ich geh mal runter zum Mökernsnack, wa? Tisch hinter sich. Und die fahren zur Arbeit, jetzt große Gebäudereinigung. Oh, Kippenautomaten gibt's halt auch nicht mehr. Doch, auf Dörfern gibt's es noch, ne, Chat? Aber hier in der Stadt nicht mehr. Ist dann die U-Bahn nur voll, Türken, Kopftuch. Und es ist ein paar Laber dann da drin. Und die unterhalten sich dort in der Landessprache halt. Und es geht dann doch manchmal ein bisschen auf den Wecker halt, wa? Man liest morgens eine BZ und wird halt dadurch. Natürlich liest der BZ. Ein bisschen nicht stört. Ja, durch dieses. Leute, ich sag's, ich finde, das ist jetzt hier noch nicht irgendwie super, super problematisch. Er sagte einfach nur, dass die Leute laut sind und er genervt ist, seine Zeitung zu lesen. I don't know, vielleicht muss ich jetzt da die Fresse halten, aber ich find's jetzt noch nicht so. Und unterhalten, schlimm. Was sie auf der Arbeit erleben oder zu Hause. Man versteht ja nicht. Aber doch wird man halt ein bisschen, denn morgens doch nicht stört, ja.
weil man halt nicht versteht davon. Ansonsten könnte man vielleicht da sich ein bisschen was bei denken, was erzählen oder ein bisschen daran teilnehmen, so kann man ja gar nicht, weil man nichts verstehen tut. Ja. Bisschen ein komisches Gefühl, wenn man nichts verstehen tut. In der Minderheit sitzt und hört sich. Jetzt wird's langsam. Jetzt driftet er ab oder da mache ich jetzt aus. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt driftet er ab. Jetzt wird's vielleicht problematisch. Jetzt kickt vielleicht der Schluck, den er da genommen hat. Will ich jetzt mal weiter gucken, einfach ganz in Ruhe. So, wen haben wir noch? Wir machen noch eine Szene. Wir haben es ja fast jetzt richtig viel geguckt. Moment. Da waren Hertha-Fans, oder? Weil genau, das ist die Hertha-Bahn auch, oder nicht? Das ist doch die Hertha-Bahn auch, meine ich. Also die U2 mittlerweile ist die Hertha-Bahn, aber die ist ja wohl irgendwie dann anders gefahren, die U1 nach Ruhleben. Mach mal jetzt hier, sag mal an hier. Wir in die Bundesliga ein und wir werden auch mal deutscher Meister sein. Aber das ist nicht Hertha. Doch, ja genau, weil passt auf, Leute. Das ist auch so ein Nostalgie-Ding. Das kenne ich sogar auch noch aus der U2. Ich war schon ein paar Mal im Stadion, Olympiastadion, und wenn du dann zurückfährst nach dem Hertha-Heimsieg, ne, dann haben die immer angefangen, den jetzt zu machen, an die Decke. So, und dann machen alle mit. Und ich schwöre euch, die ganze U-Bahn ist quasi wirklich, hat das Gefühl gehabt, die hüpft. Und dann haben die immer so, so oben drauf, weil die halt. Das war doch die alte U-Bahn, die halt wirklich so mega wackelig ist. Die vier Leute da echt. Sau nervig. Oh, ist der nervig, der Typ. Stark. Oh, hier habe ich gerade noch. Oh, hier kommt was Geiles noch. Kruftis. Oh nee, ich kann keine so Gewalt sehen. Ah! Wir sind nicht von hier, wir sind aus Westdeutschland. Aber warte, die sind. Okay. Das sieht irgendwie cool aus. Genau, so aber ein bisschen so Prinzessin Amidala, oder? Zu Besuch hier oder was macht? Nee, wir sind abgehauen. Also ich bin zumindest abgehauen. Erzähl mal, ne? Oh, die hat aber so ein ganz, was ganz Zartes, finde ich. Was Liebes. Du kommst aus Frankfurt, ne? Ja. Und du bist von zu Hause weg. Ja. Wieso? Nach Berlin? Ja, weil hier angeblich viel los sein soll. Wer hat dir das erzählt? Ach, das hört man noch so. Und was erwartest du von hier? Erstmal alle Diskos, Insider-Diskos durchmachen. Nächte durchmachen. Die Schule erstmal ein bisschen vergessen können. Und was machst du hier so? Ja, aber man vergisst es, Leute. Das war auch in meiner Generation auch ein Thema. Das war irgendwann so, dass man halt in der Pubertät oder als Teenie, ich meine, fällt mir gerade in diesem Moment auf, die Teenies sind aus meiner Sicht gerade auch nervig, aber die sind wenigstens einfach auf TikTok und nerven darum. Aber das war ja wirklich, das vergisst man ja. Eine Zeit lang war das ja so ein Ding. Ich hatte auch in meiner Generation Leute, die auch einfach, das war so ein Ding, abhauen, ne? Kennt ihr das? Also es war so ein Ding. Die meisten Leute sind zum Glück nach 2 Wochen wiedergekommen maximal. Also es war wirklich so ein Ding. Die Leute sind einfach, es war so rebellious-mäßig. Man ist dann abgehauen und so. Und es war irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, das war irgendwie, es gibt es irgendwie gar nicht mehr. So habe ich das Gefühl, ist vielleicht auch gut. Also von was lebst du? Ja, also ich habe zu Hause bei meinem Vater, habe ich noch die Sachen, also aus dem Wohnzimmer und so, habe ich noch so eine Uhr und so mitgenommen. Das verkaufe ich jetzt hier alles. Und da kriege ich halt immer wieder Geld, aber das geht halt meistens dann für Klamotten wieder drauf. Also Lebensmittel und so, da denke ich gar nicht mal so dran. Ja, und wenn das Geld irgendwann mal zu Ende geht, wie geht es dann weiter? Ja, dann fahre ich wieder zurück nach Darmstadt und dann gehe ich zu meinem Vater oder so. Oder ich gehe auf irgendeine Beratungsstelle hier oder aufs Jugendamt. Ja, ja, klar, gute Logik. Also ich hoffe, bei ihr ist alles gut gegangen. Das ist ja, die labert ja einen Scheiß, ey. Sowas hier. Er hat auch wieder ein. Aua! Warte, sorry, macht er den, ist der all in gegangen? Der hat eine Wollmütze auf und aber einen Pferdeschwanz. Das ist natürlich ziemlich gewagt, finde ich. Ja.
Warum macht die Zunge raus? Man kriegt leicht Ärger mit der BVG und wenn man in den Waggons ist, dann ist es auch immer ein bisschen komisch, da die Schale rauszugehen, rauszunehmen und hinzugehen und sagen, habt ihr mal eine Mark oder könnt ihr uns mit ein paar Groschen unterstützen? Das ist ein bisschen Überwindung. Aber der hat eine Ausstrahlung hier. Ich weiß nicht, ob der aus dem noch ein Mucker geworden ist irgendwie. Der hat irgendwie Ausstrahlung. Das geht, nee, das ist nicht einfach. Wir streiten uns immer, wer nur die Schale nimmt und durchgeht. Ne? Es sind eben die Deutschen mal, die sich so schrecklich einscheißen. In Paris oder so. Die sich so schrecklich einscheißen? Wird dann nicht viel Musik in der U-Bahn gemacht. Oder ich war also in allen möglichen Städten, wo ich dann also auf Reisen eine Gitarre mit hatte, die einfach mal just for fun Musik gemacht habe, in Bern oder so. Madrid, na, ging es überall gut, also viel besser. Habe ich nie Ärger bekommen mit irgendwelchen Behörden. Ne? Gleich meine Frau kennengelernt und die habe ich geheiratet. Und sie ist auch Alkoholiker. Sie läuft jeden Tag 2 Flaschen Schnaps. Meine Frau. 5 Flaschen Schnaps? Ich habe... Das ganze Jahr habe ich mitgemacht hier. Hey, sah ein bisschen aus wie Uwe Ochsenknecht kurz. 15 Wochen habe ich mitgemacht. Jeden Tag bin ich zur Friedensstraße gefahren. Und habe 2 Flaschen Schnaps geholt. Ja. Für sie. Friedensstraße billiger, wa? Das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich bin auch Alkoholiker. Ich bin schon wieder drauf. Guck mal, jetzt habe ich 4 Wochen nicht getrunken. Heute habe ich das erste Mal mit einem Bier angefasst. Schon angelegt, wa? Ah, ey, das ist einfach sad und auch ein zu ernstes Thema, dass ich das jetzt hier abtun will, aber ich will jetzt auch nicht drauf eingehen. Kurz jetzt noch gucken, was hier noch kommt. Ich habe gerade einen Saxophonisten gesehen. Oder hier ist eine Verhaftung, irgendwas ist hier los, warte. Nein, das ist Eduard Leser, oder? Sorry. Einfach Eduard Laser hier, da schon am Start gewesen, oder was? Macht dir Stress? Ey, ich bin Wrestler. So, wir waren noch keine kurze letzte. Wir haben ja doch recht. Ah, oh, guck mal, schönen Abschluss, roten Faden. Also, mit ihm hat es ja angefangen. Mal gucken, was er noch zu sagen hat, der Kollege. Plus in Schlesien. Wieder einmal muss die Belegschaft hier 3 Stunden warten. Dann wird der erste Zug der Linie 1 Kreuzberg wecken. Die hat auch eine geile Frisur. Ich will auch so eine Frisur. 3 Stunden. Die manchmal auch schnell vergehen können. Ich gebe mal eine kleine Steuer. Ich habe auf Prinzenstraße Dienstjahr gefunden. Und da fahre ich mir alle beide Seiten ab. Alle beide Seiten, also über Monitor. Und da steige ich auf der anderen Seite, da war ich also ungefähr ein Dreivierteljahr zur Raffaele gewesen. Und da steigen drüben 7 Leute auf, da 7 Männer auf. Da stellen die sich alle hin und fangen an zu pinkeln. Wa? Und ich stehe mal an der Leiter drüben, wa? In mein Haus. Ich sage, das gibt's doch mal her, so eine Schweine, wa? Dann muss ich ja wegmachen, wa? So, und dann sehe ich, da rufe ich über ein Mikrofon, ich sage, da kommt die Polizei rein, ich guck mich um, wa? So, das fährt jetzt so raus, dann stehen die da pinkeln weiter, wa? Und dann sehen sie so schön die ganze Lache so mit Schaumkrone da runterlaufen, wa? Und ich sage jetzt... Mit Schaumkrone? Die Polizei hebt die Telefonhörer hoch, wa? Und... Machst du, als wenn ich anrufe, wa? Und jetzt hauen die 7 ab, wa? So, jetzt kriegen wir mal, kicken wir mal rüber, wie die Pisse da so runterläuft. Ja, cool Story, Bro. Irgendwie fehlt eine Pointe oder so, aber er kann gut erzählen trotzdem. So eine Frechheit, wa? Ich meine, verstehe ich nicht. Ich denke, ich muss da keinen Grund auf die Straße gehen, wa? So, naja, dann stehe ich so und gucke mal so mit der Zug hier, kommt ja von Schwedischen Tor runter nach Ulleben. Man denkt, ich denke, Mensch, das gibt's doch nicht. Sollten Sie es etwa auf meiner Seite auffahren hier? Die 7 Mann da, wa? Kicke, auf einmal der Zug kommt drin, da kommt die 7 rum, wa? Und wir haben früher so eine Stahlkelle gehabt, wa? So ein Abfahrtchen, wir starb. Und ey, Kraus, auf die losgelaufen. Darf man ja wohl nicht machen, wa? Hey, ist ja so geil. Wie oft sagt der wahr? Ja, echt, Chat. Sehr gut, Chat geht wieder voll ab. Wahr? Ja, wahr. So. Und da kommt mir der erste entgegen, die anderen 6, die reden um mich. Ich sag, ey, du Sauer, ich hab doch immer pinkelt, wa? Naja! Ich sag, du, ich ticke, wa? Ich hab in die Kelle in der Wand übergezogen. Das ist die Kelle mehr abgebrochen. Da sind die 6 umgedreht, wa? Ich renne in den Zug. Ey, ich versteh kein Wort. Das hat die immer jeden. Also halt. Ich hab was denn, du? Ich hab jetzt Zettel, wa? Ich denk, was denn? Da ist die Zug an, der rufst du drüben an, wa? Auf Cottbus, hier auf Heisches Tor, wa? Und dann stellst du dich auf der anderen Seite mit Bayer, wir haben ja so lange Bayer. Und wenn du hier hinkommst, dann kriegst du eine Vorkommnis. War, das ist eine Straftat.
Warte, genau, gibt der gerade eine Straftat zu? Hinterher, so war Verkehrsminister gekommen. Da sind die so alle auf die Stau. Und die sind alle eingestiegen. Der ist so, weißt du, wie der gerade ist? Der ist wie ich auf einer WG-Party vor 10 Jahren nach 8 Bier morgens in der Küche. So erzähle ich meine Storys. Das ist der Oberverkehrsmeister eingekommen. Nur mit dem Gedanken gucken wir jetzt noch kurz ein paar Sekunden. Denkt einfach, stell euch vor, ich bin das, besoffen auf einer WG-Party um 4 Uhr morgens. Ach ja, so geht das nicht. Das ist eine Körperverletzung. Ja? Da hat noch eine Bellenhockey-Fest hinterher. Ist ja richtig. Ich hab's ja hinterher eingesehen. Ja? Natürlich ist Körperverletzung. Du hast Leute mit einer Eisenkelle geschlagen, Alter. Das geht gar nicht. Okay, gut, Leute. Jetzt haben wir doch recht lang geguckt hier. Das war eigentlich ganz cool mit euch. I don't know. Ganz wilde Reaktion heute, Reaction. Einige ernste Themen, einige lustige Sachen. Ja, aber wie gesagt, ich wollte das unbedingt gucken mit euch. War ja ein Zool, wa? War ja, wa? Hey, ich weiß ja, machen wir. Ey, einfach gut, Mann. Okay.